vierte Kompanie im Laufschritt. Marsch! Zack, zack! Schneller, Jungs! Ja, los, Beeilung! Hier hast du sie. Ja. Die Offiziere haben alle ihre Anordnungen erhalten. Was ist mit dem Gouverneur? Die Elitetruppe ist vor seinem Regierungssitz in Stellung gegangen. Wir können uns dieses Mal keine Fehler erlauben. Ich weiß, Kommandant. Kommandant Raymond! Entschuldigen Sie, dürfte ich erfahren, warum Sie die ganze Truppe in Aufruhr versetzen? Was? Frechheit! Der Kommandant ist Ihnen keinerlei Rechenschaft schuldig! Was soll das, Jekyll? Ich hatte eigentlich von Ihnen erwartet, dass Sie zumindest in Ihren Dienstjahren gelernt haben, dass die Befehle eines Vorgesetzten ohne Widerrede ausgeführt werden! Das weiß ich nur zu gut, Sir, aber ich finde, dass eine Truppenbewegung in dieser Größenordnung den Offizieren eine Nachfrage gestatten sollte. Da haben Sie vollkommen recht. Zorro plant ein Attentat auf den Gouverneur. Wir haben die gesamte Truppe mobilisiert, um seinen Plan zu vereiteln. Ist das wirklich Ihr Ernst? Sie lassen mobil machen, nur weil Sie es für möglich halten, dass Zorro auftaucht? Sie gehen zu weit, Jekyll. Es ist aber nun mal so. Ich muss zugeben, dass Zorro uns schon mehrfach seine Überlegenheit bewiesen hat. Würden Sie mich entschuldigen? Der Kerl geht mir ganz schön auf die Nerven. Sehen Sie zu, dass er ausgeschaltet wird. Ich traue ihm zu, dass er uns sonst dazwischenfunkt. Wird erledigt, Kommandant. Ist das anstrengend! Mist! So eine Schinderei! Ich bin für so eine Plackerei nicht geschaffen! Sagen Sie, Sergeant, warum machen wir das überhaupt? Wissen Sie, was der Kommandant vorhat? Ich erfahre doch auch nichts! Frag nicht, mach gefälligst weiter, oder willst du dich vielleicht töten, du fauler Kerl? Das würde ich mich niemals wagen, darf ich mal? Ich möchte wissen, was die Armee vorhat. Die Soldaten ackern wie verrückt, sie legen riesige Befestigungsanlagen an. Und die Wachmannschaft, die das Regierungsgebäude schützt, wurde um ein Vielfaches verstärkt. Der Generalgouverneur, das ist es. Na klar, aber wieso veranstalten die deswegen so ein Wirbel? Hm. Die Verhaftung von Senior Capital kann schlimme Folgen für Raymond und Gabrielle haben. Hoffentlich haben sie nicht vor, den Generalgouverneur zu stürzen. Wenn das stimmt, muss uns was einfallen, um das zu verhindern, Diego. Behalt du am besten den Generalgouverneur im Auge. Und ich werde Gonzales mal auf den Zahn fühlen. Vielleicht bekomme ich ja was raus. Hm, viel Glück. Scheint Ihnen ja zu schmecken. Ja, das tut gut. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man es mal selbst bezahlen muss, nicht wahr? Was? Wie meinst du das? Vergessen Sie es, es war nur ein Scherz. Sag mal, warum hast du mich eigentlich eingeladen? Ich darf nämlich im Dienst gar nicht trinken. Wenn Sie mich erwischen, kriege ich eine Menge Ärger. Und heute besonders, wo wir so viel Arbeit haben. Was ist überhaupt los, Sergeant Gonzales? Streng geheim. Wir haben die Anweisung erhalten, Verteidigungspositionen in der Stadt aufzubauen. Ach, so anstrengend wie das ist, habe ich mir eigentlich ein Schlückchen verdient. Ich habe gehört, die meisten von den Soldaten hat der Kommandant rund um das Regierungsgebäude postiert. Stimmt, Junge. Der Generalgouverneur kommt doch heute irgendwann an. Allerdings steht da bloß Gabrielle mit seiner Elitetruppe. Uns hat man außerhalb postiert. Warum eigentlich? Verflucht, das darfst du gar nicht wissen. Das bleibt doch unter uns, ja? Na klar, ich kann schweigen wie ein Grab. Ist wohl so eine Art Militärgeheimnis? Könnte man so nennen. Und Lieutenant Gabrielle meckert sowieso schon dauernd mit mir. Also sei nett und behalt es für dich. Die Kutsche des Generalgouverneurs. Ja, von hier sieht man besser. Oh, verdammt, Figaro, Diego war mal wieder im Recht. Sind Sie vollkommen verrückt? Ganz und gar nicht. Sie sind zu alt geworden, um die ganze Verantwortung zu tragen. Und deswegen haben wir, freundlich wie wir sind, Ihr Rücktrittsgesuch aufgesetzt. Was soll das? Was haben Dort Sie steht, vor? Dass Sie die Verantwortung für die Verbrechen der südindischen Handelsgesellschaft übernehmen. Und dass Sie mich als würdige Nachfolger für Ihr Amt vorschlagen. Wenn Ihre Leiche gefunden wird, wird dieses Schriftstück neben Ihnen liegen. Nein, niemals! Damit werden Sie nicht durchkommen! Sie wollten doch ständig ein Vorbild sein, also sterben Sie jetzt gefälligst wie ein Mann, Gouverneur. Lieutenant, zeigen Sie dem Gouverneur das reizende Plätzchen, das wir für seine Beerdigung ausgesucht haben. Wie Sie befehlen, Sir. Oh, was soll ich nur machen? Ich muss sofort Diego davon erzählen. Würde es dir was ausmachen, etwas vorsichtiger zu fahren, Lolita? Oh, mein Gott, mir ist schon ganz schlecht. Ah, nimm mich zusammen, Katharina. Hört auf zu schimpfen, ich kann es euch wohl nie recht machen, Meckerfritzen.
Nanu? Bernard, was ist los? Hier! Was ist denn passiert, Bernard? Der Gouverneur sitzt in der Klemme. Wieso denn das? Ich erkläre es dir später. Jetzt muss ich erst einmal Diego informieren. Mach's gut! Papa, Mama, könnt ihr bitte alleine nach Hause fahren? Hey, was soll denn das? Womit habe ich das verdient? Ich wollte doch immer nur ein ruhiges Leben führen. Mein Gott, wach doch auf, Katharina. Bitte hört genau zu, was ich euch zu sagen habe. Mhm. Dieser Raymond entwickelt sich zu einer ernsthaften Gefahr für unser Land. Er hat offenbar vor, den Gouverneur zu ermorden und sich dann sein Amt unter den Nagel zu reißen. Wenn er das schaffen sollte, wird er sich von der spanischen Regierung lösen. Dann werden wir ihm alle ausgeliefert. Wie furchtbar. Wir hätten einen Diktator, der uns regiert. Die spanische Regierung würde das nie zulassen. Uns würde ein grausamer Krieg bevorstehen. Viele Menschen würden sterben. Unschuldige Menschen. Menschen, die wir lieben. Wir sind die Einzigen, die das verhindern können. Und ich werde es auch versuchen, wenn es nötig ist, allein. Ich werde für mein Land und meine Familie kämpfen. Du bist nicht allein. Wir werden gemeinsam kämpfen. Ich bleibe bei dir und wir werden sie besiegen. Davon bin ich überzeugt. Dann sind wir also schon zu dritt. Meine Freunde sollen nicht im Krieg aufwachsen. Das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ihr zwei seid großartig. Na dann viel Glück. Dich? Alles klar, von mir aus kann's losgehen. Bist du ganz sicher, dass du es schaffst, Lolita? Mach dir keine Sorgen, du kannst dich fest auf mich verlassen. Es geht los! Was ist? Wieso haltet ihr? Fahrt sofort weiter! Warte, Zorro! Wirf sie weg, Onkelchen. Du willst doch niemanden verletzen. Ja! Na los, hinterher! Halt! Lass sie gehen! Aber Sir! Uns konnte doch eigentlich nichts Besseres passieren. Die sitzen bald in der Falle und wir erledigen beide auf einen Schlag. Das hätte ich mir denken können. Das sind zu viele Soldaten. Was machen wir jetzt? Es gibt aber keinen anderen Weg. Wir müssen da durch. Sagen Sie, Zorro, warum helfen Sie mir eigentlich? Ich tue das einzig und allein für die Menschen dieses Landes. Wenn Sie ein guter Mensch sind, müssen Sie uns und Ihrem Volk helfen. Pass gut auf den Gouverneur auf. Ich verlasse mich auf dich. Wird schon schief gehen. Los, gehen wir, Lolita. Her! Ihr schafft das schon, da bin ich mir sicher. Also los! Ja! Diesen Sturz durfte selbst Zorro nicht überleben.
Diego. Wird es dir wieder besser? Wo sind wir hier? Bleib lieber noch ein bisschen liegen. Du hast sehr viel Wasser geschluckt. Ich erinnere mich, wir sind zusammen in den Abgrund gestürzt. Ja, du hast mich gerettet. Wie kann ich dir dafür nur danken? Wenn einer Danke sagen muss, dann ja wohl ich. Ohne deine Hilfe hätten wir den Gouverneur gar nicht befreien können. Du warst einfach umwerfend. Was ist mit Bernard? Ob er es geschafft hat, den Gouverneur in Sicherheit zu bringen? Ganz bestimmt. Immerhin ist er doch mein Schüler. Du hast recht. Er ist genauso mutig wie Zorro, nur etwas kleiner. Oh Gott, Diego, du bist ja verletzt. Unsinn. Das ist doch bloß ein kleiner Kratzer. Wahrscheinlich habe ich mich irgendwo an einem Felsen gestoßen. Das ist bald wieder verheilt. Mach dir bitte keine Sorgen. Lolita? Sieh doch mal, Diego. Der Mond ist wunderschön. Irgendwie erinnert er mich an die Zeit, als wir noch Kinder waren und zusammen gespielt haben. Ich weiß noch genau, was du eines Abends zu mir gesagt hast, als wir auf eurem Balkon standen und uns den Vollmond angesehen haben. Du hast gesagt, meine Mama ist da oben auf dem Mond, aber eines Tages wird sie zu mir zurückkommen. Du wirst sehen, Lolita. Ich könnte mich ohrfeigen. Ich hätte dich niemals in diese Sache mit reinziehen dürfen. Bitte hör auf. Hast du es immer noch nicht begriffen? Ich möchte immer an deiner Seite sein. Weißt du das nicht? Diego, ich... Lolita. Diego. Oh, Diego. Ja, mein Sohn. Oh Gott, was für ein Glück. Ich bin so froh, dass ihr beide gesund seid. Maria, was machst du denn hier? Ihr habt uns gefunden. Ihr seid wunderbare Hunde. Ich glaube aber eher, es war Bernard. Tut mir furchtbar leid. Es war keiner von uns dreien. Danke, Viento. Diego? Ja? Nein, Zorro. Der Gouverneur ist bei uns zu Hause. Er ist also in Sicherheit. Vielen Dank, Vater. Ich hoffe, dass du mir meine Geheimniskrämerei verzeihst. Ich habe es längst gewusst. Was? Hast du denn geglaubt, du würdest deinen alten Vater täuschen können? Ihr wisst überhaupt nicht, wie glücklich ich bin, dass mein kleiner Diego der tapfere Zorro ist. Und ich hab dich immer für einen faulen Hund gehalten. Diego! Die ganze Armee rennt schon rum und sucht nach dem Generalgouverneur. Was machen wir? Wie soll es jetzt weitergehen? Im Moment haben wir eindeutig die besseren Karten, aber sie dürfen ihn auf keinen Fall finden. Ich könnte wetten, dass unser Raymond vor Wut kocht. Das klingt fast so, als hättest du bereits einen Plan. Mhm. Das kann nicht sein. Ist das auch wirklich seine Schrift? Sind Sie da sicher? Leider gibt es darüber nicht den geringsten Zweifel. Nein, das kann nicht wahr sein. Was bin ich bloß für ein dämlicher Trottel? Ich habe diesen Mistkerl auch noch bei seinen miesen Machenschaften unterstützt. Sergeant Gonzales, wären Sie dazu bereit, gegen ihn zu kämpfen? Jawohl, Sir. Ich würde sogar mein Leben dafür geben, wenn es sein muss, um diese beiden Verbrecher Raymond und Gabriel ins Gefängnis zu bringen. Gut. Als erstes sollten wir mal herausfinden, wo sich der Generalgouverneur aufhält. Wichtige Nachrichten vom Generalgouverneur. Was ist das? Was soll denn das? Das ist unglaublich. Aus dem Weg, ich hab's heilig. Verdammt, los, macht Platz. Oberst Sheckel, der Gouverneur ist am Leben. Woher wissen Sie das? Irgendjemand hat heute Morgen diese Flugblätter in der Stadt verteilt. Das ist die Unterschrift vom Gouverneur. Er wurde von Raymond entführt und sie haben vorgehabt, ihn zu töten. Zorro hat ihn gerettet und er befindet sich in Sicherheit. Es ist Zeit zum Handeln. Lassen Sie sämtliche Soldaten, die auf unserer Seite stehen, antreten. Jawohl, zu Befehl, Sir! Wie konnte das passieren, Lieutenant? Sir, das Ganze ist mir unerklärlich. Vielleicht ist es eine Fälschung. Halten Sie den Mund. Sie werden sich für alles, was geschehen ist, vor mir zu verantworten haben. Bitte, Sir, geben Sie mir noch eine Chance. Ich bringe das schon wieder in Ordnung. Der Gouverneur wird sicher keinen Widerstand mehr leisten, jetzt, wo Zorro ihm nicht mehr helfen kann. Wie kommen Sie darauf? Hä? Hat denn irgendjemand die Leichen von Zorro und diesem Mädchen gesehen? Aber die liegen doch auf dem Meeresgrund. Ich weiß, dass er lebt. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, ich könnte schwören, dass er lebt. Das ist bestimmt wieder ein Trick. Bekanntmachung. Gegen Kommandant Raymond
und Lieutenant Gabriel, zugeteilt dem Hauptquartier der Armee von Santasco, wurde Haftbefehl wegen Hochverrats erlassen. Ich werde die Einzelheiten heute Abend auf dem Marktplatz bekannt geben. Gezeichnet, der Generalgouverneur von Kalifornien. Macht sofort, dass ihr nach Hause kommt, Leute. Die Versammlung wird aufgelöst. Der Gouverneur ist der Verräter. Ihr dürft ihm kein Wort glauben. Ich wiederhole es. Löst die Versammlung auf und geht nach Hause. Wer sich meinen Anweisungen widersetzt, wird auf der Stelle erschossen. Was soll denn das? Legt die Waffen nieder, Soldaten. Hier spricht der Generalgouverneur. Der Generalgouverneur? Wo denn? Schießt nicht auf euer eigenes Volk, Männer. Das kommt vom Turm! Verhaftet Raymond und seinen Handlanger Gabriel. Feuer! Eine Puppe! Sauerei! Führt seine Befehle nicht mehr aus. Sonst macht ihr euch alle strafbar. Die spanischen Sicherheitstruppen sind unterwegs, um uns da zu helfen. Da ist er! Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nie darauf eingelassen. Wo stecken Sie, Generalgouverneur? Los, kommen Sie raus, damit ich Sie endlich erledigen kann! Jekyll, verdammt! Gonzales! Nehmen Sie sich sofort ein paar Leute und bringen Sie mir diesen verfluchten Gouverneur! Lieutenant Gabriel, ich verhafte Sie wegen Hochverrats! Was? Sind Sie wahnsinnig? Geben Sie auf! Wir haben eindeutige Beweise gegen Sie! Legen Sie Ihren Degen ab und zwar ohne Widerstand! Soll das eine Drohung sein? Ich zerquetsche Sie wie eine Fliege! Sehen Sie sich doch mal um! Sie sind erledigt, Gabriel! Keine Chance! Mich bekommt ihr jedenfalls nicht so leicht! Was? Das wollt ihr erst mal sehen! Jetzt reicht es mir! Passen Sie auf, Gonzales! Sind Sie jetzt wieder etwas klarer im Kopf, Lieutenant? Verzeihung, Ex-Lieutenant! Sie waren eine große Hilfe, Don Vega. Wir danken Ihnen, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben. Ohne Sie hätten wir es niemals geschafft. Danken Sie auch Ihrem Sohn Zorro. Diego, wollte ich sagen. Naja, Sie wissen schon, wen ich meine. Ja, er ist gerade damit beschäftigt, auch die letzte Hürde aus der Welt zu schaffen. Raymond, komm raus, du Feigling, kämpf mit mir! Es ist zu Ende, deine Soldaten sind gefangen. Das Spiel ist aus, du hast verloren. Mag sein, aber wir beide haben trotz allem noch eine Rechnung offen. Zorro! Findest du nicht auch, dass Diego ein wunderbarer Schwiegersohn wäre? Er passt in diese neue, friedfertige Zeit. Er ist ein netter Bursche. Schade, dass er immer mit Zorro verglichen wurde. Doch das ist vorbei. Diego ist ein lieber Kerl und Zorro ist arbeitslos. Wollen wir uns nicht nachher mal die Ruine des Regierungsgebäudes etwas genauer ansehen? Bin ich etwa lebensmüde? Hast du Angst? Vielleicht spukt Raymond darum. Unsinn, es gibt keine Geister. Ah! Oh!
wundervoll, Diego. Jetzt brauchst du hoffentlich für eine ganze Weile nicht mehr Zorro zu sein. Ich will es hoffen. Die Leute hätten wirklich etwas Frieden verdient. Ich glaube, diese Verkleidung wird mir fehlen. Wir haben so viel Aufregendes damit erlebt. Eines Tages wird vielleicht ein ganz neuer Bösewicht auftauchen. Und dann werden wir unsere alte Verkleidung sicher wieder brauchen, mein Freund. Ich kann nur hoffen, dass die Welt einen Zorro nie mehr nötig hat. Andererseits würde ich ihn gerne wiedersehen. Tja, fehlen wird er mir auch. Jetzt kann Diego endlich sein wahres Gesicht zeigen. Wozu sollte er sich noch verstellen? Ist doch so. Hm? Wer weiß, vielleicht hat er sich überhaupt nicht verstellt. Tja, das wird sich zeigen. Mal sehen, wer als erster zu Hause ist. Los geht's.